Willkommen zu Mathematik 2. Wir sind immer noch beim zweiten Tutorium und wir sind bei der Aufgabe 3. Und hier geht es immer noch um die Umkehrfunktion. Und in dem Fall sollen wir im Definition- und Wertebereich eingehen. Na, den Definitionsbereich von hier haben wir noch. Und der Wertebereich, also der Definitionsbereich der Umkehrfunktion ist gleichzeitig der Wertebereich unserer Ursprungsfunktion. Also fangen wir mit der Umkehrfunktion in dem Sinne an. Mal hier oben ein bisschen Platz schaffen und das ganze Ding dann hier hinzeichnen. So. Also Bildung bei Umkehrfunktion. Das f von x als y schreiben. Y ist gleich. Und dann haben wir hier Wurzel x. Minus 4 durch Wurzel x minus 1, plus 1. Und jetzt lösen wir das ganze Ding nach x auf. Na, erstmal hier das Ganze unter dem Bruchstrich wegbringen. Da machen wir dann mal Wurzel x plus 1. Naja, und wenn wir das hier gleich ausklammern, halt haben wir Wurzel x y plus y ist gleich Wurzel x minus 4. Na, die minus 4 bringen wir rüber und die Wurzel x y bringen wir auch rüber. Also plus 4 minus Wurzel x y. Na, dann haben wir zu stehen y minus plus 4 ist gleich, na, Wurzel x gleich ausgeklammert, da haben wir hier Wurzel x in Klammern 1 mal minus y. Na, das Ganze jetzt geteilt durch 1 durch minus y. Na, haben wir hier nur noch zu stehen y plus 4 durch 1 minus y. Und wir haben ja hier Wurzel x zu stehen. Und das Ganze quadriert, kommen wir dann also auf y plus 4 durch 1 minus y zum Quadrat ist gleich x. Und jetzt müssen wir das Ganze halt nur noch umkehren, damit wir also x und y vertauschen, dann haben wir f hoch minus 1 von x ist gleich, naja, was hier y ist, wird halt zu x einfach, na, x plus 4 durch 1 minus x. Wir wissen, dass Brüche, wo hier unten das Ding 0 wird, nicht definiert ist, also ist der Definitionsbereich db alles außer halt x ungleich 1. Ja. Und das ist der Definitionsbereich unserer Umkehrfunktion. Also ist es gleichzeitig der Wertebereich hier von y. Also ungleich 1. Und gleichzeitig haben wir dann hier den Wertebereich von y, also hier wb, von y größer gleich 0. Gut, falls ihr dazu noch irgendwelche Fragen haben solltet, könnt ihr die gerne stellen. Ansonsten wäre es das hier zu der Aufgabe.